und er nimmt seine natürlich komplett echte Hand in die Hydraulikpresse und... Oh mein Gott. Eine Frage, ja? Eine Frage, die ich mir schon seit Jahren stelle. Ihr kennt doch diese Hydraulikpumpen, die so viel Kraft haben, dass die alles einfach zerquetschen. Genau, was passiert, wenn man da seine Hand dazwischen hält? Ich glaube, diese zerquetscht. Also würde ich nur grob vermuten. Freunde, das schauen wir uns heute an. Heute werden die krankesten Sachen zwischen eine Hydraulikpresse gemacht. Und wir gucken uns das gemeinsam an. Es wird lustig, es wird unterhaltend, es wird cool und es wird magisch. Wegen Magen, ihr habt verstanden, ne? In diesem Sinne, ein wie geil ist das denn? Die Magengste sind am Start, El Magus am Start. Ich hoffe, euch geht's heute richtig gut. Ihr habt ein verdammtes Lächeln auf dem Gesicht und ihr genießt soweit den Tag, Freunde. Und ihr schaltet jetzt nicht ab. Es geht direkt ins Video. Freunde, wenn ihr gerne, ja, nächstes Mal, wenn ihr so einer Hydraulikpresse mal begegnet, noch eine Hand haben wollt, weil sie nicht zerquetschen soll, dann müsst ihr abonnieren. Ja, so könnt ihr euch vor Hydraulikpressen schützen. Einfach diesen Kanal abonnieren. Geht ganz schnell. Freunde, tut es jetzt am besten. Dann seid ihr clever. Okay, als erstes so ein bewegender Weihnachtsbaum. Okay. Der Weihnachtsbaum, das ist Tunny Bro, ja? Tunny Bro ist noch happy. Tunny Bro ist noch richtig happy. Freunde, freut euch auf Weihnachten. Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich interessieren. Okay, Tunny Bro wird langsam nicht mehr so happy. Tunny Bro hat noch Bock zu tanzen, aber er wird jetzt eiskalt zerquetscht, Leute. Oh mein Gott. Okay, ich finde es, irgendwie ist es furchtbar, das anzusehen, wie Tunny Bro hier stirbt, aber irgendwie ist es auch satisfying, wie Sachen zerquetscht werden, Freunde. Und zwar richtig zerquetscht. Da überlebt gar nichts. Das kann mehrere Tonnen zerquetschen, Freunde. Wie ihr seht, ich habe einen frischen neuen Haircut. Ich war beim Friseur, Freunde. Ich hoffe, euch gefällt's. Okay, jetzt macht er Stopp. Tunny Bro. Ich glaube, dem ist das Lachen vergangen. Würde ich ganz grob so vermuten. Okay, wir gucken mal rein, wie es Tunny Bro geht. Ich glaube, nicht gut. Ich glaube, definitiv nicht. Okay, da ist irgendwas ausgelaufen. Oh mein Gott. Ach, die Batterien. Die Akkuflüssigkeit ist ausgelaufen. Oh mein Gott, das würde ich an seiner Stelle nicht anfassen. Okay, wir haben als nächstes eine Pepsi-Dose. Okay, das geht, glaube ich, schnell. Ein Viertel wird eingedrückt und dann explodiert die, glaube ich, schon. Okay, Freunde, wir gehen rein. Der Crusher geht runter. Die Hydraulikpresse. Sie drückt auf die Pepsi-Dose. Und, Freunde, bitte spritzt mich nicht voll. Nein! Beruhig dich. Okay, jetzt wird richtig Druck aufgebaut und da platzt sie schon, okay. Oh mein Gott. Alles voll in die Kamera. Hier nochmal in Slow-Motion, Freunde, von der Seite. Und da bleibt sie jetzt einen kurzen Augenblick stehen. Oh mein Gott. Wie die einfach stehen bleibt und Druck weiter aufbaut und dann zerfetzt sie einfach auseinander. Das ist echt krass, okay. Freunde, ich bin gespannt auf die Hand. Ich will jetzt wissen, was mit der Hand passiert. Okay, wir haben hier noch die zerschrottete Dose. Achtung, Schnittgefahr an dieser Stelle. Aber wir wollen ins nächste Produkt reingehen. Mal gucken, was er jetzt macht. Macht er jetzt den Graf Minion, macht er jetzt, ja? Graf Minion ist dran. Wird er es überleben oder nicht? Ich habe eine grobe Vermutung. Natürlich wird er drauf gehen. Okay, mal gucken, wie er uns anstarten wird. Okay, er fetzt einfach auseinander. Als wenn der aus Knete wäre, lol. Oh mein Gott, nein, geh nicht von uns. Okay, das sieht wirklich sehr schmerzhaft aus, wie er gerade von uns geht. Okay, jetzt kann er auch, glaube ich, nichts mehr gucken. Und jetzt... Oh mein Gott, jetzt macht er schon Stopp. Ah, nee, wollte gerade sagen, der hat die Maschine abgestoppt. Die ist nicht so weit aufzuhalten. Das geht immer weiter. Okay, jetzt ist irgendwann Stopp. Okay, ich glaube, das war mal Graf Minion. Ich nenne ihn einfach Graf Minion. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Ich weiß auch gar nicht, ob der in den Filmen vorkommt oder ob das einfach nur irgendwie so eine Figur ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, eine ganz grobe Vermutung, hat er es nicht geschafft. Oder Löwe, was sagst du? Der ist komplett Matsche. Ja, der ist Matsche, richtig. Okay, hier haben wir jetzt so ein Hot Wheel, so ein Auto. Okay, ich glaube, das Auto wird es definitiv auch nicht schaffen. Auch wer hat früher Hot Wheels geliebt, Freunde, oder liebt ihr immer noch Hot Wheels? Also für die Jungs unter euch, glaube ich nicht, das Mädchen mit Hot Wheels. Also ich habe früher mal richtig viel mit Hot Wheels gespielt. Oh mein Gott. Oh Mann, das war immer schon mein Traumauto. Ich wollte immer so einen festen SUV mal kaufen. Aber das, daraus wird jetzt auf jeden Fall auch nichts mehr. Okay, schauen wir uns das Auto an auf jeden Fall. Ja. Das war mal ein Auto. Aber was passiert damit? Er wirft die Sachen einfach nur weg. Er macht das nur fürs Video. Das ist auch irgendwie ein bisschen traurig. Immerhin macht er das jetzt nicht mit überteuren Produkten oder mit, ja, mit Smartphones oder mit Tieren oder sowas. Er macht das noch mit halbwegs günstigen Produkten, aber das wird halt einfach nur geschrottet für das Video, ne? Und wir haben schon genug Müll auf dieser Welt.
So, jetzt drückt er das Glas. Okay, mal gucken, wann es platzt. Jetzt geht's langsam an den Deckel. Oh, sofort. Sofort. Oh mein Gott, der Staub, der da entsteht. Krass. Okay, das ist schon satisfying, das zuzugucken irgendwie. Ah, gut, was sollte auch passieren? Was sollte auch passieren, als ob das Glas sich einbiegt? Das ist ja kein Gummi oder Plastik, sondern das ist ja Glas. Natürlich geht das kaputt. Okay, Freunde, wir machen ganz kurz die Grüße, bevor es weitergeht. Grüße gehen raus an die Margangster, an das Kanalmitglied Tobis Legend. Legende auf jeden Fall, dass du Kanalmitglied bist bei Elmargo. Und Grüße gehen auch noch raus an die Margangster Lulu132, an Elmargo-Fan. Da hast du dir auf jeden Fall den richtigen Kanal rausgesucht. Ehrenmann auf jeden Fall. Und an dich. Und du hast den ersten Kommentar im letzten Video geschrieben. Wenn du dieses Video auch grüßen willst, schreib einfach einen Kommentar oder sei im nächsten Video der allererste Kommentar. Ihr wisst ja, wie die ganze Sache aussieht. Okay, als nächstes kommt Dembele oder Dembele. Ich habe keine Ahnung, wie man den Jungen ausspricht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Fußballprofi. Ja, den braucht die Welt eh nichts mit so einem Riesenkopf hier. Ich glaube, der wird es nicht überleben. Freunde, wir gucken rein. Die Maschine trifft den Kopf. Okay, erstmal knicken die Füße um. Der Kopf überlebt natürlich. Er besteht nur noch aus Kopf jetzt. Und jetzt. Okay, das sieht eklig aus. Das sieht richtig gruselig aus. Ja, der Kopf überlebt immer noch. Okay, krass. Der ist richtig strapazierfähig, der Kopf. Okay, jetzt zerquetscht. Man sieht nur noch das linke Auge. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das zerfetzt das Auge komplett. Ja, moin. Okay, Dembele. Dembele hat's definitiv nicht überlebt. Hat's Dembele überlebt? Nein, hat er nicht. Okay, diese, oh mein Gott, das habe ich nie hinbekommen, Freunde. Ich habe das Ding immer früher gekauft, wollte es immer die Treppe runterjagen und ich habe es nie hinbekommen, Freunde. Ich habe es nie hinbekommen, ich weiß nicht wieso. Okay, es wird runtergedrückt, ich bin gespannt. Wird es spektakulär oder, okay, es wird nicht spektakulär. Die Ringe verschieben sich natürlich nur einfach nach für nach, die verbiegen sich, okay. Das ist unspektakulär, Freunde. Okay, Freunde, wir haben jetzt hier den Nagellack. Ja, das ist Long Lasting Nail Polish for 7 Days. Also, das ist der richtig schöne Nagellack, den ich auch immer benutze, Freunde. Also wirklich, ich bin gespannt. Da wird auch der Deckel erstmal einknicken und gleich wird das direkt das Glas zerbrechen. Aber das ist so ein kleines Glas. Oh, oh. Das fetzt ordentlich weg. Ey, wer macht die Schweinerei eigentlich danach immer sauber, frage ich mich. Ja moin, vor allem Nagellack ist richtig... Okay, jetzt kommt die Hand. Jetzt bin ich gespannt, Freunde. Bis wann er geht, wie Matschepampe die Hand wird. Okay. Ja, okay, wir haben es verstanden. Du machst jetzt deine Hand da rein. Okay, wir haben es gecheckt. Winky, winky. Okay, ich glaube, du wirst gleich deine Hand definitiv verlieren, Bro. Du wirst gleich deine Hand... Und er nimmt seine natürlich komplett echte Hand in die Hydraulikpresse und... Oh mein Gott. Er macht wirklich seine Hand in die Hydraulikpresse. Das ist wirklich eine echte Hand. Wirklich. Nein, Freunde, natürlich nimmt ihr hier so eine Attrappe. Das könnte ich euch natürlich niemals zeigen. Aber ich glaube, ich wüsste, was damit passieren würde. Und zwar würde es einfach nur komplett zerfetzen, die Hand. Und er wird sehr blutig aussehen und wehtun. Schreit er gerade? Schreit er gerade? Bro, ich glaube nicht, dass das deine echte Hand ist. Okay, das ist wirklich ein bisschen ekelhaft, die Vorstellung. Oh mein Gott. Keine Ahnung, das ist irgend so eine Gummihand. Jetzt geht sie nicht mehr weiter. Aber mal gucken, wie lang die geworden ist. Guck mal, das war eine normale Hand, das war ja Realgröße und die wird ja richtig lang gezogen. Ich weiß nicht, wie das bei menschlichen aussehen würde. Ich glaube, wegen des Blutes würde die ja platzen, die Hand. Ich weiß es nicht genau. Junge, er schreit sogar extra, der gibt sich ja komplette Mühe. Okay, oh mein Gott, wenn das mit der echten Hand passieren würde. Oh mein Gott. Das würde sehr schmerzhaft sein. Und ja, die Hand ist danach platt gedrückt und lang gezogen. Also wenn du mal eine größere Hand brauchst, einfach schnell damit unter die Hydraulikpresse und schon ist deine Hand einen Meter länger. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und das ist das Endergebnis. Er hat tolle neue Produkte gefunden, tolle Dekoartikel, die er wirklich in die Ecke stellen kann, die toll aussehen. Nein, er hat Müll produziert. Aber Freunde, es hat uns unterhalten. Wir haben gesehen, was passiert, wenn man gewisse Dinge in eine Presse tut, Freunde. Das ist mega gut. Smash jetzt auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Ich will die 8888 Likes sehen, wenn ihr das Video gefeiert habt und wenn ihr gerne mal eure Hand in eine Hydraulikpresse halten wollt. Nein, ich weiß nicht, was ich hier laber. Und Freunde, lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr noch in der Magen seid. Wir wachsen im Moment wieder ein bisschen. Das freut mich unnormal und es ist geil und es geht Richtung 1,1 Millionen, Freunde. Deswegen smash ein Abo auf jeden Fall. Und Freunde, checkt auch gerne den Shop aus. Zum Shop kommst du auch ganz schön einfach hier. Hier kannst du mich jetzt abonnieren. Hier siehst du noch ein anderes Video von mir. Hier siehst du mein neues Upload. Klick dich durch.
gesagt, Tiff ist ein richtiger Magengangster. Wir sehen uns morgen in aller Frische beim neuen Video. Haut rein, Leute, bleibt fresh, bleibt gut gelaunt. Euer El Mago.